bin gerade gelandet und dachte, ich komme sofort her. Ja, dann will ich mal nicht länger stören. Tut mir leid, ich wollte nicht so reinplatzen. Schön, dass du da bist. Ich kann es immer noch gar nicht glauben mit Ludwig. Es tut mir so leid für ihn. Und dass ich nicht da war, als du es erfahren hast. Ich bin froh, dass du jetzt da bist. Wie geht's den anderen? Naja. Jeder versucht irgendwie damit klarzukommen. Außer Tristan, er kapselt sich ab und er ist dabei so verloren. Mann, ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Als ich euch vorhin zusammen am Klavier gesehen habe, da wirkte dir so vertraut. Ja. Tristan hat zum ersten Mal nicht gleich dicht gemacht, aber ob das ein Durchbruch war. Oh Gott, und ich trampel auch noch so rein. Hey, das konntest du doch nicht ahnen. Du machst dir Sorgen um ihn, oder? Ja. Weil er mit seiner Trauer ganz alleine ist. Also, er will was? Tristan, sind beide Besetzungen für die Lily Rose weggebrochen. Grippewelle. Er setzt das ganze Stück ab, nur weil jemand krank geworden ist? Wie irrational ist das denn? Ehrlich gesagt sind die Publikumszahlen in letzter Zeit auch extrem rückläufig. Eigentlich seitdem du nicht mehr dabei bist. Tristan ist der Leiter von Lahnstein Entertainment. Er muss das verantworten. Die Lösung liegt auf der Hand, Marlene. Die Lily Rose, das bist du. Kannst du dir nicht vorstellen, die Rolle wieder zu spielen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht nach allem, was vorgefallen ist. Um Tristan würde ich mich kümmern. Und wenn es sein muss, erzwinge ich im Gremium die Entscheidung, dass das Stück weitergespielt wird. Du denkst drüber nach? Du siehst das doch genauso, oder? Also ich meine, dass du nicht mehr mit Tristan arbeiten willst. Ja, natürlich. Für mich ist das Thema auch durch. Gut. Shoppen. Ja. Die Sache mit der Lily Rose geht ja nicht aus dem Kopf. Corinna Korbmacher? Ach, weißt du, wahrscheinlich bin ich einfach nur sentimental. Das war meine Rolle. Aber vermutlich ist es Zeit, sich von Lily Rose zu verabschieden. Ja, verstehe. Bleiben Sie dran, uns dort die Zeit davon. Ach, ich bin mir sicher, du wirst bald eine neue Rolle finden, in der du noch viel umwerfender bist. Ich habe Hunger. Hm? Ich auch. Ich habe mich anstrengend. Ist Marlene hier? Im Bad. Kannst du dir was ausrichten? Ich brauche dringend einen Ersatz für Lily Rose und... Ich würde mich freuen, wenn sie das übernimmt. Willst du ihr das nicht besser selbst sagen? Nein, das halte ich für keine gute Idee. Es wird keinen Ärger geben, versprochen. Sag ihr bitte, dass sie die Beste für die Rolle ist. Sie soll sich dann einfach beim Intendanten melden, ja. Was wollte Tristan denn hier? Du wirst es nicht glauben, aber du sollst die Lily Rose singen. Du bist dir ganz sicher. Tristan will, dass ich wieder die Lily Rose singe. Ganz freiwillig hat er dich natürlich nicht gefragt. Seine A- und B-Besetzung ist krank.
Ich verstehe das nicht. Man erst tut er alles dafür, dass ich keine neuen Aufträge kriege. Er telefoniert sämtliche Intendanten durch, um meinen Ruf zu ruinieren. Und jetzt will keiner mehr mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und dann gibt er dir genau die Rolle, die dir am meisten bedeutet. Also mich macht das echt auch misstrauisch. Naja, wobei andererseits, ich meine, er müsste doch sämtliche Shows absagen. Vielleicht ist das eine rein geschäftliche Entscheidung. Landstein Entertainment kann sich einfach keine weiteren Einbußen mehr leisten. Das heißt, du nimmst sein Angebot doch nicht an. Lily Rose. Weißt du eigentlich, was mir diese Rolle bedeutet? Ein Blick in deine Augen reicht. Ich könnte beweisen, dass ich es noch drauf habe. Und wenn Tristan mich wieder einstellt, dann ist es doch auch ein Statement für alle anderen Intendanten. Und ich könnte endlich wieder auf die Bühne, Rebecca. Endlich. Was? Naja, was, wenn es eine Falle ist? Okay. Ich rede mit ihm. Warum? Warum soll ich die Lily Rose singen? Ich habe mir eine blonde Perücke aufgesetzt und einen Part eingesungen. Kam nicht so gut. Tristan, das alles ist kein Witz für mich. Du weißt ganz genau, wie viel mir diese Rolle bedeutet. Dann spring auf die Bühne und fang an zu singen. Machst du doch so gerne. Und woher soll ich wissen, dass mir nicht zufällig bei meinem Solo ein Scheinwerfer auf den Kopf fällt? Du glaubst, ich gebe dir die Rolle, um dich fertig zu machen? Wäre das so abwegig? Mein Angebot ist rein geschäftlich. Niemand singt Lily Rose so wie du. Leider. Wenn ich dein Angebot annehme, dann muss ich mir sicher sein, dass die Zusammenarbeit zwischen uns funktioniert. Oder fällt dir mittendrin wieder ein, wie sehr du mich verachtest? Gut, wir nehmen Fall hier nicht ab. Was? Zieh endlich einen Schlussstrich, Tristan. Und wenn schon nicht für mich, dann für deine Familie und für Rebecca. Sie braucht dich jetzt. Rebecca braucht mich? Ja. Euer Vater ist schwer krank und sie hat Angst. Genauso wie du. Normalerweise sind Geschwister in so einer Situation füreinander da. Entschuldige, wenn das hart klingt, aber Rebecca hat in letzter Zeit nicht sehr viel getan, um sich mein Mitgefühl zu verdienen. Das ist wirklich. Euer Vater stirbt vielleicht und alles, was du tust, ist auf Kosten aller, dein Ego zu polieren. Aber was willst du eigentlich von mir? Gar nichts. Vielleicht solltest du einfach mal deinen Stolz vergessen und für die Menschen da sein, die dich lieben. Der Tag, an dem es zu spät ist, kommt vielleicht früher, als du denkst. Ich kann das gar nicht glauben. Und er meint es wirklich ernst? Ich kann es dir nicht erklären. Es war, als wäre ein Teil von meinem alten Tristan vor mir gestanden. Du bist ja wirklich sicher. Tristan hat einen Weg gefunden, mit seinem Schmerz umzugehen. Und ich gehe wieder auf die Bühne. So, und jetzt satteln wir die Pferde. Okay, komm los. Lauf jetzt. Ein Geschlepper, ey. Beim nächsten Ausritt warten wir, bis die Pferde hier untergebracht sind. Wow, ist alles voll dunkel hier. Sag mal, hallo? Hallo? Weißt du, ob hier irgendwo Lichtschalter ist? Das ist hier, aber das ist mal doch geschätzt. Au! Au, so was. Entschuldigung. Aber eigentlich finde ich es ja hier im Dunkeln ganz romantisch. Lass uns doch einfach hier bleiben. Aber du, zu Hause wartet eine Flasche Champagner auf dich, um auf die Lily Rose anzustoßen. Später. Okay. Thank you.
Marlene? Hm? Riechst du das? Hier riecht's nach Rauch. Hier brennt's. Oh Gott. Wir müssen raus. Komm. Gibt's hier irgendwo einen Feuerlöscher? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht wo. Wir müssen einfach nur raus hier. Oh Gott. Oh. Komm, schnell, nimm es mit. Ja. Wart ihr alleine im Stall? Was ist mit Dana und Hagen? Wir haben niemanden gesehen, aber... Nein, wir haben gerufen. Dana und Hagen hätten uns bestimmt... Du brauchst einen Arzt. Was ist denn mit der Feuerwehr? Habt ihr die Feuerwehr informiert? Wir haben nicht... Och, dieses blöde Handy immer, wenn man es braucht, dann hat man es nicht. Komm, komm. Seid ihr sicher, dass ihr alleine im Stall wart? Sagt er jedenfalls. Oh nein. Und statt ihn zu trösten, habe ich völlig überreagiert. Kann ich mal dahin? Klar. Ja, ich weiß auch nicht, die Hormone wieder. Ich hätte für ihn da sein müssen. Mit ihm gemeinsam überlegen müssen, was wir als nächstes tun. Naja, aber es war ja bestimmt auch ein Schock für Sie. Da reagiert man halt nicht immer, wie man sollte. Er ist gegangen. Das hätte ich an seiner Stelle auch getan. Also dieser Rauch und die Kälte war zwar Gift für die Erkältung, aber die Temperatur geht langsam zurück. Ja, dann muss deine Suppe eben für die Turboheilung sorgen. Oh, die ist so lecker. Mhm. Papa ist bestimmt gerade im Wald und hackt Holz. Weißt du, manchmal ist das das Einzige, was hilft. Das heißt also, wenn ihr niemanden findet, der den Brand verursacht hat? Es tut mir so leid für euch. Ich weiß, wie viel euch das Gestüt bedeutet und jetzt... Das Wichtigste ist, dass ihr halt wieder rausgekommen seid. Wie geht's dir denn mittlerweile? Naja, eine Erkältung und eine Rauchvergiftung ist eine ganz ungesunde Mischung. Sie will heute Abend übrigens die Lily Rose singen. Kannst du bitte sagen, dass das keine gute Idee ist? Was? Hey, hallo Hagen. Was über Tristan? Ja. Er wird der Polizei auch eine DNA-Probe von sich geben. Was beweist, dass er mit dem Brand nichts zu tun hat. Als ihr gestern Abend im Gestüt wart, habt ihr nicht doch vielleicht irgendetwas gesehen oder gehört? Das kann doch nicht sein. Ihr habt weder mitbekommen, wie Bella reingekommen ist, noch dass jemand das gesamte Gebäude abgefackelt hat. Naja, wir waren beschäftigt. Wie? So beschäftigt, dass ihr rein gar nichts um euch herum mitbekommen habt? Ja, so beschäftigt. Das geht so nicht, verdammt. Können Sie sagen, dass Sie nichts gesehen haben? Wir können froh sein, dass Ihnen nichts passiert ist. Niemand hat was gesehen, nicht einer. Die Stallungen fackeln ab und keine Sau interessiert's außer uns.